Der Tag, nachdem für die Menschen in Israel, für alle Jüdinnen und Juden nichts mehr ist wie zuvor. Der Tag, an dem Terroristen der Hamas Israel mit grenzenloser Brutalität überfielen. Erstmal müssen wir die Inhalte prüfen. Ich höre diesen Schmerz, wenn ich, wie in diesen Tagen so oft, mit meinem Freund, dem israelischen Staatspräsidenten, spreche, und ich habe ihn...